Ich begrüße euch recht herzlich zu meinem neuen Video. Heute machen wir zwei Süßspeisen. Wir machen einmal ein Milchreis und einmal ein Grießbrei. Beides wird ungefähr gleich angesetzt. Das Einzige, ich habe jetzt 100 Gramm Milchreis, also den Rundkornreis vorbereitet, mir zuzüglich schon mal die 40 Gramm Zucker dazugegeben. Genauso viel habe ich mir vom Grieß hergerichtet, also Weichweizengrieß. Und auch wieder 40 Gramm Zucker. Dann habe ich mir einmal separat 100 Gramm Zucker hergerichtet, weil ich am Anfang mache ich mir eine reduzierte Milch. Da brauche ich 1 Liter Milch. Da gebe ich dann Pigmentkörner und ganze Zimtstange mit rein. Und am Anfang karamellisiere ich den Zucker. Das zeige ich dann gleich mal. Also ich fange eben an, dass ich mir den Zucker in einen großen Topf gebe und den ganzen karamellisiere. Das dauert ein wenig. Dann gebe ich mir 1 Liter Milch hinzu und lasse das Ganze reduzieren, bis es dunkelbraun wird, die ganze Milch, und relativ zähflüssig. Aus dem setze ich dann den Milchreis und den Grießbrei an. Aus dem Grund einfach, weil das Ganze vom Geschmack her viel intensiver und viel besser wird, da die Milch schon süß ist. Und ich gebe dann nur noch Milch hinzu zum Milchreis und zum Grießbrei, dass ich das Ganze eben weich kochen kann. Und dann habt ihr wirklich einen sehr süßen und wirklich sehr leckeren Milchreis bzw. Grießbrei, je nachdem, welche Variante ihr bevorzugt. Aus der ganzen Reduktion von der Milch kann man natürlich verschiedene Sachen machen. Ich habe schon andere Videos gemacht. Ich habe eine Weihnachtsmilch aus dem Ganzen schon mal gemacht. Ich werde euch noch ein paar weitere Sachen zeigen, die man aus dem machen kann. Man kann sowas im Geschäft kaufen. Das Ganze nennt sich Sieg. Ist so ein brauner Klumpen. Relativ teuer, sage ich mal, für die, ich glaube, 20 Gramm, was man kaufen kann. Weil das Ganze wirklich von der Menge, von der Milch her viel zum Reduzieren ist. Man kann das Ganze auch ohne Karamell machen, also man muss jetzt nicht unbedingt Zuckerkaramell machen. Ich mache das gern mit Zuckerkaramell, also einfach mit dem Karamell, da das Ganze einfach nur ein bisschen intensiver und ein bisschen süßer wird. Jetzt sieht man es eh schon, der Zucker karamellisiert. Und dann gebe ich den Liter Milch hinzu. Dann drehe ich mir das Ganze ein bisschen zurück. Und jetzt ist wichtig, dabei stehen bleiben und immer wieder rühren, weil am Anfang kann es eben sein, dass euch die Milch unten anbrennt. Dann, oh, Entschuldigung, bin ich verrutscht. Und wenn das Ganze anbrennt, dann könnt ihr das Ganze wegschmeißen, weil dann habt ihr einen verbrannten Geschmack in der Milch drin. Und dann, ja, war die ganze Arbeit umsonst. Also am besten einfach dabei stehen bleiben. Und das Ganze einreduzieren lassen, immer wieder umrühren. Man kann dann später auch die Temperatur wieder erhöhen. Ich habe nur jetzt am Anfang zurückgedreht, weil am Anfang kocht die Milch eben auf. Man kennt es eh gut, die Milch kocht auf, sie geht fast über. Darum habe ich jetzt einen relativ großen Topf genommen, dass mir das nicht so schnell passiert. Und da kann sie eben noch anbrennen. Nach einer gewissen Zeit brennt euch die Milch nicht mehr so an, sondern sie köchelt nur noch und reduziert runter. Erst dann, wenn sie wirklich dickflüssig wird, kann sie wieder anbrennen. Aber das zeige ich euch alles. Ich mache das jetzt dann im Schnelldurchlauf, dass ihr das ein bisschen seht, weil das Ganze, das dauert jetzt ein bisschen, bis das runtergekocht ist. Genau. Und dann sehen wir uns beim Ansetzen vom Milchreis und vom Grießbrei gleich wieder. Was ich noch vergessen habe, Pigment und Zimtkörner könnt ihr gleich am Anfang mit reingeben. Wenn ihr wollt, habe ich jetzt leider nicht, sonst würde ich es auch dazugeben, wären Nelken, so 3, 4 Stück. Das reicht für normal, dass das Ganze schon ein bisschen einen Grundgeschmack hat von dem, und dann wird das Ganze wirklich vom Geschmack her wirklich sehr intensiv und sehr lecker.
So, jetzt sind wir in der Phase, wo das relativ weit runterkocht ist. Ich habe das Ganze jetzt 20 Minuten gekocht. Und jetzt sind wir schon in der Endphase. Also jetzt beginnt es wieder, dass anfangen könnte, dass unten anbrennt. Wenn man sieht, es kocht nicht mehr hoch. Es ist jetzt relativ, es ist schon gut dickflüssig. Man kann das Ganze nur mehr reduzieren, also wirklich viel, viel mehr. Man muss halt nur noch schauen, dass das Ganze nicht anbrennt. Für das, was ich jetzt verwende, also für einen Milchreis und für einen Grießbrei, lasse ich es jetzt dann so, weil es muss ja nicht so extrem dickflüssig sein, weil ich es nachher sowieso auch noch ein bisschen Milch koche und mit ein bisschen Streck. Okay, so. Hui. Heiß. Und dann machen wir gleich weiter mit Ansetzen vom Milchreis und vom Grießbrei. So, jetzt habe ich meine zwei Töpfe vorbereitet. Da sind jetzt jeweils 170 Gramm von der Milch drin, also von der reduzierten Milch. Und jetzt kommen jeweils 250 Milliliter normale Milch dazu. Das Ganze lasse ich dann kurz aufkochen. Und was noch dazu kommt, auch ganz wichtig, ist jeweils ein Sechstel Vanillezucker, so dass man es wieder so essen kann, wie es früher eben für uns gemacht wurde. Das ist eben eine Sache, die bei Kindern sehr gut ankommt, einfach weil es auch süß ist. Als Abendessen oder sonstiges, das ist wirklich was, was gut ankommt. Wenn ich es diesmal nach wie vor gern. Nehme mit der Ansatzweise, das ist halt vom Grundgeschmack schon sehr, sehr gut. Das Einzige, was halt dann oben drauf noch fehlt, ist dann der Zimtzucker. Und das war's dann im Großen und Ganzen. Also dann habt ihr wirklich ein super leckeres Abendessen für euch oder für die Kinder. Und das ist im Großen und Ganzen sehr schnell gemacht. Ihr könnt auch noch etwas Bittermandelgeschmack dazugeben, wenn ihr das wollt. Dann hat es ein bisschen einen leichten, sagen wir mal, Marzipan-Geschmack noch dabei, wenn man das mag. Ich habe jetzt nur mal einen Vanillezucker mit zugegeben noch. So, schauen wir mal, dass das kocht. Einmal einen Grieß und einmal Milchreis. Falls das Ganze zu wenig Milch ist, dann gebt ihr einfach wieder ein bisschen was hinzu beim Kochen. Ich habe jetzt einfach mal mit 250 Milliliter gerechnet und ich habe schon ein bisschen was reduziert. So, das erste kocht schon, da kommt jetzt Milch und Grieß hinein. Dann kann ich das Ganze wieder zurückdrehen. Dann lasse ich das Ganze köcheln, also leicht köcheln. Ihr seht eh schon, der Grieß, der zieht relativ schnell an. Das ist die schnellere Variante von dem Ganzen, weil der Grieß ist doch relativ zügig fertig. Und jetzt kocht mir auch das andere. Da gebe ich den Reis hinein. Der braucht etwas länger. Mal so wie normaler Reis. So, der wird nochmal gut eine Viertelstunde kochen, bis er fertig ist. Der Grießbrei, den lasse ich jetzt 8 Minuten köcheln. Dann sollte der Ganze schön weich sein und dann ist der fertig. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wieder auf eine Idee gebracht von früher, wie wir das alle gegessen haben. Und ich wünsche euch guten Appetit und zeige euch das dann nochmal, wenn es angerichtet ist.
So, wenn ich beim Kochen auffällt, dass das Ganze sehr einkocht oder dickflüssig wird, dann könnt ihr ruhig Milch nachgeben. Also die 250 Milliliter, was ich jetzt zugeben habe am Anfang, sind nur ein grober Richtwert. Also sprich, ihr könnt da einfach mehr dazugeben. Ihr könnt zwischen 100 und 200 Milliliter Milch leicht mehr dazugeben. Je nachdem, wie ihr es einkochen wollt, ob ihr es eher flüssiger haben wollt oder eher dickflüssiger haben wollt, ganz nach euren Bedürfnissen. Genauso wie beim Milchreis selbst auch. Da könnt ihr auch ruhig mehr Milch hinzugeben, je nachdem, ob ihr ihn eben flüssiger oder etwas fester haben wollt. Und dann sehen wir uns wieder, wenn das Ganze angerichtet ist. So, jetzt ist das Ganze im Grießbrei schon fertig. Und jetzt gebe ich oben drüber nur noch etwas Zimtzucker. Und dann ist der schon mal fertig. Und dann sehen wir uns gleich wieder beim Milchreis. So, jetzt ist der Milchreis auch fertig. Hier auch nochmal etwas Zimtzucker. Drüber geben. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich wünsche euch guten Appetit.